Man könnte sagen, Fritz Kurrent muss man nicht vorstellen, ich tue es aber doch. Er war Mitgründer und Teil der Arbeitsgruppe 4, die sich 1951 aus 4 Holzmeisterschülern gebildet hat und die nach dem Ausscheiden eines der 4 Mitglieder aus alphabetisch Holzbauer, Kurrent und Spalt bestanden hat. Neben ihrer architektonischen Arbeit oder vielmehr als Grundlage dafür haben sie aus den bei uns spärlichen zugänglichen Quellen die österreichische, aber auch die internationale Architekturgeschichte der Vorkriegszeit aufgearbeitet, also tendenziell das ganze 20. Jahrhundert. Ohne die immer systematischer werdende Forschungs- und Ausstellungstätigkeit, vor allem von Kurrent und Spalt, hätten wir, so sehe ich es, keine Basis. Sie haben begründet, was wir über Wagner, Loos, Hoffmann, Pletschnik, Olbrich, Frank, über den Wohnbau des Roten Wien und so weiter wissen. Daran erst schloss sich die Forschungstätigkeit anderer. Es waren also Architekten, nicht Kunsthistoriker, die dieses Fundament gelegt haben. Kurrent selbst hat seine eigene Zeit und Arbeit aus seiner Sicht sehr konkret beschrieben. Diese wichtigsten Quellenpublikationen für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sind als erstes nenne ich das Buch »Einige Häuser, Kirchen und dergleichen« von 2001, in dem seine Arbeit und Zeit und die der Arbeitsgruppe 4 in Dezennien beschrieben ist, von den 30er Jahren bis zu den 90er Jahren. Schließlich gesammelte Texte von ihm unter dem Titel »Texte zur Architektur«, das ist 2006 erschienen, Texte zur Architektur, und schließlich die Sammlung von Aufrufe, Zurufe, Nachrufe von 2010. Und schließlich hat er dem ersten genannten Buch, einige Häuser, Kirchen und dergleichen, noch eben zu seinen Lebzeiten nachgeschoben, das Buch über die Nullerjahre mit dem Titel, mit dem eigentlichen Titel »Mehr und mehr komme ich mit weniger und weniger aus«. Und voraussichtlich wird er 2021, dieses Buch über die Nullerjahre ist richtigerweise zeitlich richtig aus 2011, aber voraussichtlich wird er auch 2021 noch die Zehnerjahre beschreiben, worauf ich sehr hoffe. Die Pläne und Bauten der Arbeitsgruppe 4 sind hier nicht anzuführen. Darüber gibt es ein 2010 erschienenes, umfassendes Buch, herausgegeben vom Architekturzentrum Wien. Und auch die von Kurrent später allein geplanten und ausgeführten Objekte will ich hier nicht anführen. Ich habe zu dem Buch des Architekturzentrums beigetragen einen für mich ehrenden Zusatz, der an das Buch angeschlossen wurde, nämlich womit, glaube ich, die Rolle der Arbeitsgruppe 4 und Kurrents in der österreichischen Architektur ganz grob umschrieben ist. Die Arbeitsgruppe 4 und damit Fritz Kurrent hat nicht nur die moderne Architektur nach Österreich gebracht, sondern gleichzeitig den Modernismus überwunden. Von Kurrents eigenen Bauten möchte ich nur auf einen der letzten hinweisen, das Museum, das er ab 1995 in Sommerrhein südlich von Wien für seine Frau, die Bildhauerin Maria Bilger, gebaut hat. Ein orthogonaler Raum, der aber zweitens
mit einfachsten Mitteln eine konstruktiv wirksame räumliche Dachwölbung ausbildet und der drittens auf die topografischen Umstände ganz unproblematisch eingeht, sodass ein großzügiger Gedanke sich im Einzelnen ganz pragmatisch mit den äußeren Zufälligkeiten arrangiert, wie es an Arbeiten von Josef Frank in der Ausstellung gezeigt wird. Ich danke Hermann Tschech für die Einführung. Er hat ja, wie Sie wissen, gemeinsam mit Hackenschmidt, der neben ihm sitzt, die laufende Ausstellung Josef Frank Against Design kuratiert. Und ich begrüße den Direktor des MAC, haben wir gerade gesehen, Herrn Thun Hohenstein, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Akustik, das wissen wir in dem Raum, habe ich voriges Jahr schon vorgeschlagen, da gehört ein Schalldeckel heruntergelassen, so wie bei den in den Kirchen es früher gewesen ist, über den Kanzeln. Dann ist die Akustik gut. Ich muss da sitzen bleiben, weil da kann man nicht mehr so leicht aufstehen. Ich habe neben mich gestellt eine Porträtzeichnung Josef Frank von der Trude Wehner. Darüber sage ich später was, besonders über die Trude Wehner. Was ich jetzt sage, ist vereinbart unter dem Titel Josef Frank in Wien wieder bekannt gemacht. In diesem umfangreichen Buch ist der letzte Artikel, stammt von mir und da ist etwa nachzulesen, was ich jetzt auch sagen werde und ist auch bebildert. Also, ich kann jetzt die Bilder nicht zeigen. Es beginnt mit der Wiederentdeckung von Josef Frank und seinem Werk anlässlich eines Besuches in Linz im Jahre 1951. Vom Roten Berg in Linz, in der Nähe der Werkbundsiedlung, sahen wir hinunter auf die Siedlung. Dabei waren Johannes Spalt, Friedrich Achleitner, Johann Georg Gsteu, Wilhelm Holzbauer, Otto Leitner, Josef Lackner und meine Wenigkeit. Bei dieser letzten zusammenhängenden österreichischen, eigentlich müsste man sagen, Wiener Architektur vor 1934 müsse angeknüpft werden. Und dies müsse von uns, so sagten wir, geleistet werden. Tschech hat schon gesagt, wir waren an der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz, Architekturstudenten damals. Bald darauf habe ich antiquarisch das Buch von Josef Frank, Architektur als Symbol,
erschienen 1931 im Verlag Anton Schroll, erworben. Ich muss dazu sagen, ein Jahr vorher haben wir die Bücher von Adolf Loos, die zwei Bücher von Adolf Loos ins Leere gesprochen und trotzdem in der Buchhandlung Brachner um 11 Schilling wiederentdeckt. Das war ein Altbestand. Josef Frank war übrigens der einzige Autor, der im Jahre 1930, das waren die 60. Geburtstage, sowohl von Adolf Loos als von Josef Hoffmann, in den Texten, in den Glückwunschadressen, was geschrieben über die beiden. Zurück zum Buch von Josef Frank, Architektur als Symbol. Natürlich ist man erschrocken, gleich am Beginn über drei wiedergegebene Zitate, eines davon von Theo van Doesburg, dem Holländer, und eines von Walter Gropius, noch eines, wo Josef Frank zitiert, aber dadurch enorm rüttelt an deren Aussagen. Also das war verblüffend. Nun war es ja so, dass die Werkbundsiedlung, wie Sie wissen, 1932 fertiggestellt wurde. Das hat ja mehrere Jahre gedauert, weil zuerst war der Bauplatz eine andere Stelle und das hat alles Otto Kapfinger, der dort sitzt und mit dem Krischanitz genau eruiert, und das waren ja die ersten, die die Werkbundsiedlung wieder einmal hergerichtet hatten. Es sind ja ungefähr, wie Sie wissen, 70 Häuser von vielen Architekten. Und dazu ist es aber wichtig, auch zuerst die Stuttgarter Werkbundsiedlung zu nennen, wo Josef Frank als einziger von den Wiener Architekten eingeladen war und dort ein Doppelwohnhaus gebaut hat. Und es ist daher auch interessant, dass Frank für die Wiener Werkbundsiedlung nicht etwa Mies van der Rohe, der die Stuttgarter Werkbundsiedlung geleitet hat, oder Gropius, der dort auch gebaut hat, und auch nicht Le Corbusier eingeladen hatte, sondern von den Franzosen den André Lursat, der diese Hausreihe gebaut hat in der Werkbundsiedlung, von den Holländern den Rietveld mit seinen schönen Häusern in der Werkbundsiedlung und von den Deutschen, also nicht den Gropius oder den Mies van der Rohe, sondern den Hugo Hering eingeladen hat, mit dem er sich gut verstanden hat. Das Jahr 1927, also der Zeitpunkt Fertigstellung der Weißenhofsiedlung in Stuttgart, dazu möchte ich einige damalige politischen Erwähnungen machen. 1927, das war das Jahr des Justizpalastbrandes in Wien. Wie ist es dazu gekommen? Sie wissen, da gab es zwei Tote in Schattendorf und
die Mörder sozusagen oder die Beschuldigten wurden straffrei entlassen. Das hat die Wiener Bürger unglaublich erregt und es kam zu einem Aufbruch, der von der damaligen, von den Wienern, nämlich den Präsidenten Seipel war der Führer und der Polizeihauptmann hat Schober geheißen, die Geschichten kennen Sie auch von Karl Kraus in der Fackel, ist es zur Aufruhr gekommen und es wurde gestürmt, der Justizpalast, Sie wissen, der Brand. Dazu ist zu sagen, dass die Sozialdemokraten, damaligen, unter der Führung von Otto Bauer etwas zu zaghaft waren. Der Otto Bauer, ein ganz gescheiter Mensch, zu zaghaft, er hat befürchtet, dass daraus womöglich ein Bürgerkrieg entstehen könnte. Dieser Bürgerkrieg ist dann ein paar Jahre später, im Jahr 1934, tatsächlich ausgebrochen. Sie wissen, wie das ausgegangen ist. Otto Bauer ist zum Beispiel damals nach Mähren geflüchtet. Er war also zu zaghaft. Jetzt zurück, 1927 war das, bis 1934, eine hochpolitische Zeit in Österreich, besonders in Wien. Ich habe es aber erwähnt, das Buch Architektur als Symbol. Und Josef Frank hat damals, 1930, 31, auch diese wunderbare Villa in Hitzing, in der Wenzgasse, das Haus Bär, gebaut. Wir haben immer gefunden, das ist ein dritter Weg nach Adolf Loos und Josef Hofmann. Im selben Jahr hat er auch diesen wunderbaren Text Das Haus als Weg und Platz geschrieben, den man auch zu jeder Zeit und auch heute noch lesen kann und lesen soll. Es ist auch interessant, dass in dieser Zeit die großen Wiener Gemeindebauten, Karl-Marx-Hof etc., schon gebaut waren. Der letzte dieser großen Gemeindebauten war der sogenannte Engelshof vor der Reichsbrücke links vom Architekten Berko. Es ist auch interessant, füge ich so nebenbei ein, dass unsere, besonders die Bestrebungen von Spalt und mir, anlässlich einer Ausstellung im Bauzentrum, nämlich mit dem Titel Architektur in Wien um 1900, die der damalige Bürgermeister Franz Jonas eröffnet hat und auf unseren Anstoß hin, wäre es nicht gut, die große Zeit der Wiener
Gemeindebauten, also der Superblocks, wie sie dann auch genannt wurden, in einer Ausstellung zu zeigen, vollkommen abgewiegelt hat. Die damalige, es war schon 60er Jahre, die damalige Sozialdemokratie, die Führer, wollten von dieser großen Zeit in der Architektur der Wiener Superblöcke gar nichts wissen. Auch interessant. Es war für sie wie eine Belastung. Das haben eigentlich erst dann besonders die Italiener aufgearbeitet. Vienna Rosso-Ausstellungen und dergleichen. Anlässlich dieser genannten Ausstellung Architektur in Wien um 1900, der Arbeitsgruppe 4, hatten wir bereits die bis 1914 ging, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs ging, hatten wir bereits zwei Bauten von Josef Frank einbezogen, nämlich die Villa Bunzl und die Villa draußen im Pötzleinsdorf in der Wilbrandgasse. Es war 1914. Sie wissen dann auch, dass Frank und Vlach, Oskar Vlach, auch ein späterer Emigrant nach Amerika, das Einrichtungsgeschäft Haus und Garten 1925 begründeten, das sich in der Bösendorfer Straße befand, gleich neben dem Eingang zum Haus, wo auch Adolf Loos von 1903 weg, eigentlich bis er starb, seine Wohnung einrichtete, die ja, wie Sie wissen, zum Teil im derzeitigen Wien-Museum zu sehen ist. Josef Frank, so erzählt man, hat Haus und Garten ganz absichtsvoll in die Bösendorfer Straße gelegt. Warum? Weil dort die Badnerbahn hinaus zu den Rennen, Pferderennen fuhr und dort wahrscheinlich bemittelte Leute oft auf diesen Einstieg warteten und dann die Auslagen von Haus und Garten besichtigen konnten. Haus und Garten ist ja sogar dann nach 1905, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder weitergeführt worden. Natürlich nicht mehr von Frank und Lach, von Wienern. Und es war dort unsere Freundin Anna Lilia Braun als Beraterin bis, glaube ich, 1955 tätig. Frank hat gewohnt in der, da gibt es auch in meinem Artikel im Katalog ein Bild davon, in der Wiener Hauptstraße, in der Ecke Josef-Strauß-Gasse, in einem Haus, das vom Architekten Baron 1913 fertiggestellt war. Dort war die Wohnung von Josef Frank oben in der Mansarde. Und es war auch eine Wohnung, die verschiedentlich zugeschnitten war, auch mit Dachschrägen und so weiter, also was die Frank eingerichtet hatte. Man muss, ich gehe jetzt noch einmal zurück, wir haben dort, das wollte ich jetzt dazu sagen, zum 120. Geburtstag von Josef Frank, das war 2005, eine Gedenktafel an dem Haus angebracht. Iris Meder hat dort ein paar Worte gesprochen. Sie wissen, dass Josef Franks Frau Anna eine Schwedin war.
Daher war der Bezug zu Schweden bei Frank von Anfang an gegeben. Seine Cousine namens Dagmar Grill war eine Cousine, die Dagmar Grill, von der Frau von Frank, von der Anna, die Schwedin. Und Josef Frank ist ja schon vor 1934, das ist das Jahr seiner Emigration, weg von Wien, weg von Österreich nach Schweden. Offiziell, er hat aber vorher schon in Schweden, in Falsterbo, das ist südlich von Stockholm, gebaut. Die Villa Gläsen und auch andere Häuser. Wunderbar. Frank emigrierte, also so der offizielle Termin, 1934, eigentlich schon 1933, nach Schweden und hat dort, mit Ausnahme von Falsterbo, eigentlich nicht mehr gebaut, sondern sich mit Möbel und Einrichtungsdingen und Stoffentwürfen beschäftigt. Die Möglichkeit dazu hatte er durch Estrid Eriksson, die das Geschäft Svensk Tenn, das heißt schwedisches Zinn, Strandwegen ist die Adresse, begründet hat. Und diese vielen Jahre dann in Schweden hat Frank mit seinen Entwürfen für Möbel, Einrichtungsdingen und Stoffentwürfen bedient. Derzeit sehen Sie seitlich der Staatsoper in der Operngasse eine temporäre Geschäftsfiliale von Svensk Tenn, wo Sie die schönsten Sachen, wenn Sie Geld haben, auch kaufen können. Nun, wenn man schon, soll ich hier einfügen, nach der Wiener Werkbundsiedlung, die also 1932 fertiggestellt wurde und Josef Frank zugleich der Leiter des österreichischen Werkbundes gewesen ist, 1934 hat Clemens Holzmeister, mein Lehrer, und Josef Hoffmann dagegen zum alten Werkbund, den sie auch bolschewistisch nannten, einen neuen Werkbund gegründet. 1934. So mit Anbruch des Austrofaschismus und des Ständestaates. Jetzt vielleicht zu dem Bild hier. Ein Porträt von Josef Frank, also Porträt Josef Frank zeigend, von Trude Wehner. 1945, vermutlich in Amerika gezeichnet. Auch Trude Wehner war eine Emigrantin. Frank hat während des Ersten Weltkrieges ein paar Jahre auch in New York gelebt, dort auch unterrichtet. Trude Wehner war eine Freundin auch von Josef Frank, ist auch emigriert. Dazu ist zu sagen, dass Trude Wehner, ihre Eltern haben ein Haus gebaut im 8. Bezirk in der Buchfeldgasse, bauen lassen von Architekten Urban. Der Urban hat hohe Schulden gehabt,
übrigens, er hat auch den Rathauskeller eingerichtet in Wien, hohe Schulden gehabt und ist schon 1908 nach Amerika, nach New York geflüchtet. Also Urban hat dieses Haus in der Buchfeldgasse gebaut und wenn Sie dort heutzutage vorbeigehen, dann ist unten eine Tafel. Hier hat Heimita von Doderer die Strudelhofstiege geschrieben. Genau gesagt war es so, dass Heimita von Doderer und Gütersloh in dieser Wohnung oben von den Wehners gewohnt haben. Also es war, wie hat man gesagt, arisierte Wohnung. In Klammer eingefügt, viel später hat man auch, oder ich habe viel später erfahren, dass auch Josef Hoffmann, der am Rennweg im zweiten Stock eine Wohnung bezogen hatte und ich auf die Tafel, die ich gezeichnet habe, geschrieben habe, hier wohnte der große Baukünstler und Begründer der Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann, von 1939 bis 1956, da ist er gestorben. Bei 39 hätte es bei mir läuten sollen, hat aber nicht. Spätere Forscher sind draufgekommen, dass auch dieses Haus und auch diese Wohnung eine arisierte war. Wie Sie wissen, vielleicht hat ja Josef Hoffmann, er war für die Kunst so eine Art Beauftragter in Wien in der Nazizeit, hat er dort gleich in der Nähe ein Haus gebaut für den deutschen Offiziersclub. Da hat uns noch die Witwe von Josef Hoffmann, die Carla Hoffmann, schöne Fotos gezeigt über die Innenräume, die habe ich nie mehr gesehen, nämlich mit den schönsten Hakenkreuz-Tapeten. Das Hakenkreuz passt gut ins Quadrat und Sie wissen ja, der Quadratl Hoffmann, der hat das über 45 Grad gedreht. Und diese Aufnahmen habe ich nie mehr gesehen. Also, aber das Haus ist in dem Fall, Gott sei Dank, zerstört worden. Das war jetzt nur eine Einfügung, so im Nebenbei. Ja, auf diesem Haus, wo die Trude Wehner herkommt, in der Buchfeldgasse, fehlt also auch eine Tafel der Doderer hat eine Tafel, aber der Gütersloh nicht. Es scheint mir wichtig, auch solche Zusammenhänge der Zeitgeschichte im politischen Bereich zu nennen. Wien nach 1945. Frank wurde zu einem Vortrag eingeladen. Ich habe jetzt da gelesen im Katalog, der soll am St. Leitenhof in Ottakring gewesen sein. Kann schon sein, das weiß ich nicht. Ich war noch nicht da diese Zeit. Das war wahrscheinlich 1947. Der Herbert Turner, Architekt, Hoffmann-Schüler, hat mir erzählt, wie Josef Frank den Vortrag begann. Er hat gesagt, ich sehe in der ersten Reihe jene Herren sitzen, die damals mit fliegenden Fahnen und eingezogenen Schwänzen den neuen Werkbund gegründet haben und übergetreten sind. Ich glaube nicht, dass der Josef Hoffmann dabei war, aber es hat besonders diese beiden und auch Holzmeister betroffen. Oswald Hertel war Siam
Austria-Vorsitzender, habe ich jetzt vergessen einzufügen, dass 1928 in der Schweiz die CIAM, die Kongresse internationaler Architektur, gegründet wurden und Hertel als Vorsitzender in der CIAM Austria hat viel gemacht. Sie haben damals auch den Josef Frank zu Stephansplatz-Vorschlägen, Bebauungsvorschlägen gebracht. Sie kennen die, die sind auch abgebildet im Katalog. Aber es hat nichts gefolgt. Das Erstwichtige wäre gewesen, den Frank nach 45, da war er 60 Jahre alt, sofort nach Wien zu berufen. Das ist nicht geschehen in der Nachkriegszeit. Genauso wenig, wie es geschehen ist, Oskar Kokoschka hierher zurückzuholen. Der Ausweg war dann in Salzburg, die Gründung der Sommerakademie in Salzburg. Aber nach Wien ist er nicht bestellt worden. Er hat nur, wie Sie wissen, auf Betreiben von Mateka, der erste Kulturstadtrat war, den Körner gemalt. Den damaligen Bürgermeister Theodor Körner gemalt. Ein Bild, das nicht im Rathaus bei den Bürgermeisterbildern hängt, sondern das haben sie nach Linz verschippert. Also auch Kokoschka wurde nicht geholt. Da war übrigens besonders der Pöckl schuld, der hier keine Konkurrenz wollte. Auch denn, wie neue Forschungen ergeben haben, ist auch der Arnold Schönberg, der ganz gern wieder nach Wien gekommen wäre, von Kalifornien weg, auch nicht berufen worden. Das ist Nachkriegszeit und eigentlich auch sind es schlechte Tatsachen. In Bezug auf Josef Frank wieder zu sagen, waren unsere, in dem Fall sage ich, meine und Johannes Spalts Aktivitäten bezüglich Frank natürlich alle Bauten zu besichtigen, alles zu lesen, was er geschrieben hat und ein fiktives Werkverzeichnis zu erarbeiten. Wir traten in Kontakt zu Josef Frank in einem Briefwechsel, ich habe ihn selber nie kennengelernt persönlich, in einem Briefwechsel mit der Adresse nach Rindögatan, da wohnte er, und haben ihm unsere Ergebnisse geschickt, auch dieses fiktive Werkverzeichnis. Er war natürlich sehr überrascht und unsere Absicht war es dann, in Vorbereitung zu seinem 80. Geburtstag, der war also 1965, zu helfen, ihm den großen österreichischen Staatspreis zu verleihen. Dazu war es notwendig, den Clemens Holzmeister zu bemühen, weil ein großer österreichischer Staatspreis nur auf Vorschlag des Kunstsenats möglich war. Und dessen Vorsitzender war damals Clemens Holzmeister. Wir sind zu ihm gegangen, haben ihm das erzählt, sagt er, ja, schickt's mir oder macht's mir ein Exposé.
Ich werde mich darum bemühen. Das hatten wir gemacht. Und dann zum Schluss bei der Abgabe haben wir ihn gefragt, obwohl wir das natürlich wussten oder ahnten: Herr Professor, wie sind denn Sie mit Frank gestanden? Dann hat er gebrummt: Der war mir sehr feindlich gesinnt. Aber er hat es gemacht, hat es eingereicht. Es war wichtig, dass in einem Dokument Frank nicht den Namen Holzmeister da irgendwo als Unterschrift sieht. Und es ist gelungen. Josef Frank erhielt also zum 80. den großen österreichischen Staatspreis für Architektur. Im Ministerium war Feier, die Laudatio hat Roland Rainer gehalten. Und Spalt und ich haben binnen 3 Wochen eine Josef-Frank-Ausstellung auf die Beine gestellt. Das waren 13-metrige Fototafeln, auch Einrichtungsgegenstände, soweit sie von uns aufzutreiben waren, hatten wir dann in der Ausstellung, das war die erste Ausstellung der neu gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Architektur, in der Blutgasse Nr. 3, in den 2 kleinen Gewölberäumen ausgestellt, und dort fand die Eröffnung statt. Josef, schon bei der Übergabe im Ministerium wurde der Staatspreis von seiner Verwandten Eisenkolb, Helene Eisenkolb, entgegengenommen. Er selbst fühlte sich nicht mehr gesund genug und kam also nicht nach Wien, auch nicht zur Ausstellungseröffnung in die Blutgasse. Da existiert dann ein Brief der ÖGFA, ist auch im Buch drinnen. Ich habe jetzt auch alles noch einmal kopiert, hätte ich mit, aber das geht nicht da, dass man das jetzt herumzeigt. Und das war deswegen interessant, weil viele alte Freunde von Frank hier unterschrieben waren in dem Brief. Ich nenne mal da, also die Architekten Wimprechtinger, die Kamela Hertel, die Frau vom Hertel, der war schon gestorben, die Maria Biljan Pilger, der Achleitner, der Spalt, der Herbert Turner, habe ich schon erwähnt, diese Verfasserin des Bildes, der Otto Niedermoser, der Eduard Zecker, die Grete Schütte-Lihotzky, der Ernst Plischke und seine Frau, Plischke hat auch einmal beim Frank gearbeitet, eben die Trude Wehner und der Sokratis Dimitrio. Ich habe jetzt vergessen, ich sehe das gerade unter den Bildern, zu erwähnen, dass schon in der Zeit des Ersten Weltkriegs Josef Frank das neu gegründete Museum für ostasiatische Kunst eingerichtet hatte. Das sieht man hier in einem kürzlich erschienenen Pressespektrum. Wird Hermann Tschech gefragt vom, wer hat den Artikel geschrieben? Ich habe mit. Wie heißt der? Der Kühn. Von Kühn gefragt, wie es damit steht. Ja, und das war natürlich eine ganz wichtige Sache, nämlich Ostasien, besonders China, hat den Frank enorm interessiert. Da können Sie auch in Architektur als Symbol immer wieder davon lesen, von chinesischer Kultur, ostasiatischer. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, diese Ausstellung gegründet worden ist das Museum 1912, aber ich glaube, die Einrichtung war ein bisschen später. Wie?
Habe ich gesagt Köln? Habe ich nicht gesagt. Ja, danke, Tschech. Also das Ostasiatische Museum ist 1912 in Köln gegründet worden. Köln habe ich nicht gesagt. Ja, danke. Also im diese Ausstellung, komme ich zurück, lief in Wien vom 18. Dezember 1965 bis 29. Jänner 1966. Josef Frank starb am 8. Jänner 1967. Ich habe damals in der Presse einen Nachruf geschrieben. In der Folge kam es zur Gründung des Josef-Frank-Stipendiums, des Josef-Frank-Stipendienfonds, so hieß das. Es war ausgeschrieben jedes Jahr für junge österreichische Architekten und junge österreichische Architektinnen. Ein Geld, das muss man in Stockholm holen und eben nach Schweden fahren. Jedes Jahr haben wir in der ÖGFA Verschiedenes veranstaltet, Ausschreibungen, Wettbewerbe und so weiter. Einer der Stipendiaten war Hermann Tschech, der dann besonders das Einrichtungshaus Svensk Den auch dort genauer dokumentiert hat, die Ergebnisse, und auch dann in Wien berichtet hat und damals auch Dagmar Grill, habe ich schon genannt, nach Wien eingeladen hat, die dann hierher gekommen ist. Also Frank am 8. Jänner tot. Dann sage ich doch einiges in der Folge dessen, was dann verschiedentlich los war. Ich bin ja dann 1973 nach München berufen worden, an die Technische Universität, an die Architekturfakultät, und habe dort dann mit Assistenten und Studenten auch sogenannte Raummodelle im Maßstab 1:33 1/3, zerlegbare, gebaut. Auch da habe ich einen Katalog mit. Aber das geht jetzt nicht, habe ich mir gedacht, das kann man zeigen. Raummodelle, das waren ungefähr 10 Raummodelle nach Frank. Wobei wir auch die späten Entwürfe, einige Entwürfe für die späten Häuser, die Frank an seine Freundinnen, auch besonders an die Dagmar Grill, verschickt hat, bauen ließen. Unter anderem dieses wunderbare Haus, Giraffenhaus genannt, wo die Kamine so aufragen, 2 Kamine wie Art Giraffenhälse. Das gibt es alles. Inzwischen, diese Ausstellung, wir haben dann im Jahr zum 100. Geburtstag von Josef Frank, der war also 1985, in München eine Josef Frank-Ausstellung gemacht, die dann angefordert wurde in die Weißenhofsiedlung, in eines der Häuser der Weißenhofsiedlung. Und da haben wir auch schon diese merkwürdigen Hausmodelle mitgeliefert und auch einige geblümte Frankstoffe. Und da hat der Leiter der Galerie in der Weißenhofsiedlung gesagt, das wollen Sie ausstellen, da tun Sie dem Mann aber nichts Gutes. Das hat mich natürlich gefreut, weil, wie Sie wissen, ist Josef Frank an der Stuttgarter Werkbundausstellung, besonders seine Inneneinrichtung, stark abgelehnt worden. Dann
Im Jahr 1977 machte ich mit meinen Studenten eine Nordland-Exkursion mit Norwegen, Dänemark, Norwegen, Schweden. Und auch dabei haben wir natürlich Svensk Den. Die Adresse war Strandvägen oder ist noch Strandvägen besucht. Dann war es ist ein bisschen durcheinander. Ich wollte nur einfügen noch, dass Sie wissen, im Buch und auch in der Ausstellung sind gezeigt sehr frühe Aquarelle und Zeichnungen von Josef Frank für seine Doktorarbeit an der TH in Wien, nämlich über die kirchlichen Bauten von Leon Battista Alberti, 1910. Und dazu, glaube ich, gehört gesagt, dass der große Lehrer Karl König an der Technischen Hochschule parallel zu Otto Wagner, der an der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz unterrichtet hat und sich jeweils zwei Handvoll junger Architekten aufgenommen hat. Aber der Karl König hat ja alle angehenden Architekten der österreichisch-ungarischen Monarchie ausgebildet. Das muss man wissen. Und dort haben studiert eben Frank, Strinnert, Vlach, übrigens auch Max Fabiani, der eine Schlüsselstellung eingenommen hat. Er war auch ein Königsschüler, war aber zugleich einmal dann später Büroleiter bei Otto Wagner, hat angeblich dem Los den ersten Bau, nämlich das Café Museum, verschafft. Es war so eine Zwischenfigur, da war kürzlich eine Ausstellung im AZW über Max Fabiani. Und alle diese wichtigen, später wichtigen Architekten haben bei Karl König studiert. Dazu muss ich sagen, dass ich dann später einen Vortrag gehalten habe, da komme ich noch dazu. Zuerst waren 1985 war in Wien ein Josef Frank Symposium am 15. Dezember 1985. Dazu sprachen Otto Kapfinger, sitzt dort, ich glaube Krischanitz, wahrscheinlich Achleitner und viele andere. Ich habe die Einladung bekommen und habe dann bemerkt, ja, alle wichtigen Themen sind schon weg. So habe ich dann einen Vortrag dort gemacht mit dem Titel Frank und Frei und habe besonders verurteilt dabei, dass im Bau befindliche oder schon genehmigte Haashaus vom Hollein und das Hundertwasserhaus, das vielgerühmte, das waren hauptsächlich Inhalt meines Vortrages. Es ist 1985 zum 100. Geburtstag auch in der ein Bauweltheft erschienen. Das hat der Dietrich Worps aus Berlin und die Carmen Jung gemacht. Und mein Beitrag in diesem Heft war der Titel Die Rückkehr aber unter Anführungszeichen von Josef Frank aus der Emigration. Jetzt ein Sprung nach Paris. In Paris fand dann im Anschluss an die Wiener Vortragsreihe
ein Josef Frank Symposium statt von der dortigen österreichischen Auslandsstelle ausgerufen. Die gleichen Vortragenden wie in Wien waren dann auch wieder in Paris. Da sehe ich noch den Spalt, den Achleitner, den Grischanitz, den Kapfinger. Die beiden haben eine kleine Ausstellung gemacht, den Hermann Tschech und so weiter. Im gleichen Hotel haben wir auch gefrühstückt und haben damals, kann ich mich erinnern, den Hermann Tschech zum Spaltnachfolger ernannt am Stubenring als Professor. Der Spalt war zwar noch nicht fertig, aber bald. Daraus ist ja nichts geworden, wie Sie wissen. Tschech war einer der wenigen Nachfolgenden, die eigentlich in Wien nicht mehr die richtige Lehrstelle gefunden haben. Dazu ist auch Heinz Desa zu nennen, der zweite. Den hätten wir am Schillerplatz gern gesehen, den Tschech hier am Stubenring als Spaltnachfolger. Daraus ist nichts geworden, also da ist ein Trennungsstrich. Gut, Tschech hat dann natürlich in Mendrisio unterrichtet und auch in Amerika und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt, was der Frank, ja, hat uns dann einmal geschrieben, hier in Schweden, sagt er, habe ich mich fast nur mit Inneneinrichtungen befasst, sodass es überall ganz vergessen ist, dass all das im Grunde in Wien und lang vorher entstanden ist. Ein wichtiger Satz. Im Buch, das hat mich eigentlich interessiert, in dem Begleitbuch, ist auch was drinnen über IKEA. Es ist auch diese Firma IKEA, ist, glaube ich, in Schweden, von Schweden aus wichtig. Man muss doch sagen, die Svensk Den Produkte, die Sie jetzt auch kaufen können, teils, waren schon für die reicheren Leute. Das muss man schon sagen. IKEA, diese Möbel, die man sich im Markt kaufen konnte und dann zusammenschrauben. Einmal habe ich ein Bett dort gekauft, zusammengeschraubt. Ein zweites Mal konnte man das nicht zusammenschrauben. Weil das war so ausgeklügelt, dass das wichtig ist. Entschuldigung, man hört schlecht, gell? Blöd. Ja, was? Es geht jetzt ein bisschen durcheinander. Wichtig für uns und auch für Josef Frank war ein Aufsatz namens Akzidentismus. Das war 1958. Dieser Aufsatz wurde in der deutschen Zeitschrift Bauen und Wohnen veröffentlicht und war schon damals sensationell. Warum? Also, Akzidentismus. Der Buchhammer hat nachgeschaut in zwei Lexikons. Akzident heißt das Zufällige, kann aber auch Unfall heißen. Ein unglückliches, desaströses Ereignis kann es auch heißen. In den Lexikons findet man. Aber dieser Paukenschlag von Josef Frank 1958 ist
eigentlich mit John Cage vergleichbar, der in der Zeit der Schönberg bis Webern Nachfolge und der seriellen Musik dann dort mit seinen Ideen eingebrochen ist. Also vergleichbar mit Frank, der ja schon in den 20er und 30er Jahren, ich habe das berichtet, gegen jeden Dogmatismus in der Moderne, also Le Corbusier, Bauhaus und so weiter, agitiert hat. Selber schreibt er kurz, das ist das letzte Zitat, was ich nenne, diesem neuen Architektursystem, das das jetzige ersetzen soll, möchte ich nach der Mode unserer Zeit einen Namen geben, der seine Tendenz erklärt. Ich nenne es bis auf Weiteres Akzidentismus, um und will damit sagen, dass wir unsere Umgebung so gestalten sollen, als wäre sie durch Zufall entstanden. Danke. Meine Damen und Herren, Herr Kurrent sitzt gut, die Akustik könnte besser sein, wir bitten vielmals um Entschuldigung, aber wenn Sie möchten, können Sie gerne noch einige Fragen stellen, also er ist bereit, noch einige noch weiter zu erzählen. Gibt es Fragen? Ich möchte Ihre Geduld auch nicht überstrapazieren, aber wenn ich darf, würde ich ganz gerne eine Frage stellen. Die Akustik hier ist ganz schwierig. Ja, ich sag ja, nächstes Mal da drüber, ich runterlassen. Vielleicht kann ich bei der Gelegenheit sagen, dass die nächsten beiden Vorträge in unserem Rahmenprogramm dann auch im Vortragssaal stattfinden werden. Da ist die Akustik besser. Im Übrigen werden der Otto Kapfinger und der Hermann Tschech an sukzessiven Terminen dann noch sprechen. Was mich besonders interessiert hat, Sie haben es angedeutet nur, wann ist denn bei Ihnen das sozusagen das politische Bewusstsein entstanden innerhalb der Rezeption der Architektur? Sie haben es ja gesagt, Sie hätten vermutet, dass der Holzbauer damals mit dem Frank nicht so gut zu Rande kam. Der Holzmeister. Der Holzmeister, ja. Ne, dass der, wann hat das eingesetzt, dass sozusagen in der Rezeption der Architektur auch so ein politisches Bewusstsein? Es ist so, wenn Sie Holzmeister nennen, der Holzmeister hat zwei kleine Reihenhäuser innerhalb der Werkbundsiedlung bauen können. Der Josef Hoffmann hätte sich gar nicht beklagen müssen, weil der hat ja diese schöne Zeile dort in der Werkbundsiedlung gebaut. Es ist so, dass die, was ich jetzt so politisch über 27er Jahre, den Justizpalast, Brand und so weiter eingefügt habe und dann letzten Endes den Bürgerkrieg, das kommt mir immer sehr zum Bewusstsein, wenn ich wohne am Spittelberg und möchte doch, wie Sie wissen, am Ring, genau hinterm Republiksdenkmal, das ist dort am Schmerlingplatz hin zum Justizpalast möchte ich doch die Synagoge bauen. Dort an der Stelle. Und immer wenn ich da vorbeigehe,
kommen einem diese Gedanken. Und wenn man natürlich später dann viel über Justizpalastbrand, zum Beispiel der Ernst Fischer, der ein Buch geschrieben hat, der Ernst Fischer, hat den Justizpalastbrand sehr genau geschildert. Also kommt vieles zusammen. Oder dann der Beschuss der Gemeindebauten und so weiter. Das war uns schon bewusst, aber es ist später gewachsen, wie ich ja gesagt habe, dass ich dann, wo die Trude Wehner gewohnt hat, das alles, die haben wir ja dann kennengelernt, die hat uns das ja auch erzählt, wie schwierig es war, ihre eigene Wohnung nach dem österreichischen Staatsvertrag 1955 wieder zurückzubekommen, wo der Dodra und der Gütersloh drinnen gesessen sind. Oder auch erst viel später hat es dann Forscher gegeben, die arisierten Wohnungen und Häuser genau taxiert haben. Das habe ich erst viel später erfahren. Da waren wir längst schon mit der Carla Hoffmann, der Witwe von Hoffmann, gut bekannt. Und den Josef Hoffmann haben wir ja noch auch persönlich erlebt. Der ist ja erst 56 gestorben. Der ist ja jedes Jahr in die Akademie gekommen, wenn eine Ausstellung der Diplomarbeiten war. Ist er gekommen, gescheitelt und mit seinem Zwicker und Flohdackerl. Also der war ja gegenwärtig. Und wir haben eigentlich damals sogar bedauert, warum nicht für den Wiederaufbau der Staatsoper Josef Hoffmann herangezogen worden wäre. Natürlich hat man uns damals schon gesagt, das geht aus zwei Gründen nicht, weil er in der Nazizeit Kunstbeauftragter war, der Josef Hoffmann. Andere haben auch gesagt, ja, aber er hat vielen geholfen in der Zeit. Aber dass das arisiert war, das haben spätere Forscher erst. Es geht eigentlich bis zum heutigen Tag, dass da was klar wird, was das Politische und unsere Gegenwart betrifft. Zum Beispiel, ich habe jetzt wieder gerade zum Lesen angefangen vom Werfel, die 40 Tage vom Musa-Tag. Das ist jetzt zu lesen auch sehr interessant, weil sich dort alles abspielt in der Ecke, Syrien und so weiter, ne? In die südlichen Türkei-Spitzel. Also es gibt Fakten, habe ich ja genannt, mit Jahreszahlen, und dann gibt es natürlich immer wieder erweitertes Bewusstsein.